Herzlich willkommen hier im IRE 200 auf der Fahrt von Wendlingen über die Schnellfahrstrecke nach Ulm. Ich bin Peter, euer Lokführer, und ich nehme euch jetzt mit. Während der Fahrt kann man natürlich kein Interview führen, weil ich mich hier als Lokführer auf die Strecke konzentrieren muss und auf meine Instrumente. Wenn man mich jetzt aber trotzdem hört, dann liegt es daran, dass wir im Nachgang ein Interview geführt haben. Und deswegen kann ich auch während der Fahrt euch Sachen erklären. Ich bin heute extra für euch eingeteilt worden, diesen Regelzug zu fahren. Und meine erste planmäßige Geschichte, die habe ich dann erst morgen. Also die Züge fahren jetzt nur bis Wendlingen planmäßig, die 3 Jahre, weil der Zug keine passende Passage in der Lücke der anderen Züge nach Stuttgart findet. Ja? Also die Strecke ab Ploching ist einfach zu voll, als dass wir da auch noch mitfahren könnten. Die Kapazität wird dann geschaffen, wenn das Projekt Stuttgart 21 fertiggestellt ist. Weil dann gibt es nämlich noch eine schnelle Verbindung direkt nach Stuttgart. Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie recht herzlich im Interregio Express 200 auf der Neubaustrecke Wendlingen-Mörklingen-Ulm, dem schnellsten Regionalverkehr Deutschlands. Genießen Sie die Fahrt bei einer Geschwindigkeit von bis zu 200 km/h, DB Regio Baden-Württemberg. So, herzlich willkommen auf der Neubaustrecke. Und fangen direkt mit dem kleinen Tunnel unter der Autobahn an. Oh, man merkt, der beschleunigt schon ganz schön. Ja. Wo wir hier noch mit 100 fahren. Ne? Richtig, wir haben hier 100 km/h Trassierung. Ja, hier haben wir jetzt das ganze Baufeld vom 21er, Alpvorlandbereich. Da wurde auch bis zu Ende gearbeitet. Vor allem hier ist der zukünftige Übergang dann noch zur Neubaustrecke. Jetzt geht es in den Alpvorlandtunnel. Kurze Weiche noch und dann sind wir auf der Schnellfahrstrecke. Da sieht man sie schon. Ach, wunderschön mit 100 km/h. Und jetzt merkt man, dass der Gas gibt plötzlich. Gibt Gas. Ach, schön. Also ich muss ja echt sagen, die alten Sitze sind vom Komfort her bequemer. Also eigentlich ist das so richtiges Oldschool-Fahren. Als Eisenbahner genießt man das, denke ich mal. Ich finde auch, die alten IC-Züge, die haben bequeme Sitze. Ja. Man kann schön gemütlich da sitzen, ohne die harten Sitze des ICEs zu haben, sondern wirklich eine weiche Polsterung. Das waren mal Intercity-Wagen. Die wurden dann für den Nürnberg-München-Express mal umlackiert. Da fuhren die auch schon mal für Regio und jetzt haben wir sie. Ne? Wir sind Regio. Also jetzt sind es Regio-Wagen. Und die Leute, die nicht ganz so viel mit der Bahn zu tun haben, die erkennen auch nicht, dass das ein Intercity-Wagen eigentlich ist. Weil die sehen bloß einen roten Zug und dann ist gut. Aber die Pros unter uns, die wissen, dass das ein Intercity-Wagen ist. Das sieht man auch, wenn man reinkommt. Richtig, das Land hat, glaube ich, 130 Doppelstock Triebzüge bestellt von Alstom, soweit ich weiß, und die fahren dann auch 200 und die kommen dann hier auf die Strecke. Das, als Regio-Lokführer 200 fahren zu können und zu dürfen, das ist eigentlich unbeschreiblich. Erstmal. Irgendwann gewöhnt man sich da natürlich dran, aber so fürs Erste, da denkt man ja nicht dran, ja okay, Regio, aber dann mit 200 zu fahren, spitze, ja, fühlt sich gut an. Hier hat man auf jeden Fall für sein Nahverkehrsticket viel mehr fürs Geld. Man hat ja Fernverkehrsfeeling. Ja, wir fahren mit 200 km/h durch die Landschaft. Das ist schon ein enormer Schritt. Ja, auch in Hinsicht auf die Verkehrswende. Guck mal, schön die Burg Teck im Hintergrund. Ah, heute hat er richtige Wetter dafür ausgesucht. Also vom Fahrgefühl bin ich sehr zufrieden. Naja, dafür wird feste Fahrbahn ja auch mit der entsprechenden Genauigkeit gebaut. Man merkt es beim Fahren tatsächlich. Wir haben jetzt richtig viele Höhenmeter, die wir überwinden. Ja, wenn man sich dann überlegt, jetzt über Boostertunnel, Filztalbrücke, Steinbühltunnel, dass man jetzt die Alp hoch rasen kann im Gegenüber vorher. Ne? Wenn es bergauf geht, merkt man auf jeden Fall so ein bisschen die Neigung. Man sieht es ja auch. Und man spürt, dass die Lok mehr Kraft braucht, um vorwärts zu kommen. Ja.
die arbeitet mehr. Und dass die arbeitet, das spürt man eigentlich auch, weil es wird ja mehr Kraft angefordert, ja, und es geht mehr Kraft auf die Schiene. Und das spürt man schon irgendwie im Gegensatz zu dem, wenn man es rollen lässt, dann ist alles ein bisschen ruhiger. Kommt natürlich jetzt erstmal den längsten Tunnel, den wir auf der Strecke haben. Ja. Naja, das ist jetzt, jetzt holen wir uns den Zeitvorteil gegenüber der Geislinger Steige raus. Genau, richtig. Jetzt können wir Gas geben. Da sind wir schon. Ja. Das war für uns ja auch eine Herausforderung, der längste Tunnel. Wir haben das Gleis, wo wir jetzt fahren, schon gebaut. Im anderen Gleis war der Rober noch unterwegs. Der hat da teilweise noch an den Verbindungsbauwerken Arbeiten durchführen müssen. Wir mussten schon die Kabel ziehen. Wir haben ja irre Mengen Kabel hier in der Strecke verbaut. Und das war hier eine logistische Herausforderung, weil parallel natürlich auch die zweite Filsterbrücke noch gebaut war und so da wirklich eine gewisse Sackgassenlogistik notwendig war. Aber man sieht, wir haben es geschafft. Ja, das war ja so, ich sag mal, das war am Ende ja so das Entscheidende, dass dann die Zusammenarbeit zwischen den Restarbeiten, Rohbau und dem weiteren Ausbau schon so gut funktioniert hat, weil sonst hätte es überhaupt nicht geklappt. Genau. Also da kann man mal sehen, auch die Baufirmen, die dann untereinander eigentlich sehr, sehr gut abgestimmt haben. Genau. Ja, beim Bosler-Tunnel ist ja jetzt aber das Spannendste, wenn man jetzt gleich zur Filstalbrücke rauskommt. Ne? Oh, mal gucken, ob wir den Übergang sehen oder ja, ob die mit einem mal da ist. Ja, ich habe da einen Vorteil, ich sitze in Fahrtrichtung. Ich kann schon mal sehen, wenn das Tageslicht langsam kommt. Du kannst mich vorwarnen, das ist gut. Auch da, wir rasen jetzt 9 Kilometer einfach bergauf. Wir haben 25 Promille Steigung, das heißt 2,5% die ganze Zeit den kompletten Albaufstieg hoch. Und hier bringen wir jetzt wirklich diesen Höhenversatz vom Alpvorland bis auf die Alphochfläche. Ja, man kann es auch so ein bisschen auf den Ohren merken, dass sich so ein bisschen Druck aufbaut. Ja, fast so wie ein startendes Flugzeug. Aber kein Problem. Genau. Bei hohen Geschwindigkeiten und vielen Tunnelfahrten verändern sich im Zug ganz schnell die Drücke. Ja, und das geht auf die Ohren. Und um das zu verhindern, um hier Komfort zu bieten, sind die Züge druckdicht. Das bedeutet, man merkt weniger diese Druckunterschiede, wenn man in den Tunnel reinfährt. Bei 200 km/h knallt man da über diese Brücke. Ja, und sieht dann 10 Sekunden lang irgendein geiles Wetter, ja, und dann ist wieder weg. Das ist einfach der tollste Augenblick. Ah, jetzt da kommen wir. Da ist die Filsterbrücke. Oh, ei, haben wir sogar einen guten Ausblick heute. Sehr schön. Herrlich. Aber so richtig viel Zeit zu war gucken, bleibt war nur 7, nicht. Das war 10 Sekunden mit der Regionalbahn. Ne? Das war's aber schon. Ja, jetzt sind wir im Steinmülltunnel. Am Ende des Steinmülltunnels sind wir oben auf der Alp. Da haben wir dann Hohenstadt, da haben wir eigentlich schon die Hälfte der Strecke wieder hinter uns. Ja. Und Hohenstadt ist dann auch der höchste Punkt auf der Neubaustrecke. Von da an geht es Richtung Ulm nur noch bergab. Auf alle Fälle kommst du mit dem Auto nicht so schnell hoch. Oh, den Alpaufstieg, das wird mit dem Auto sehr schwer, ja. Gelbe Markierung für die Rettungskräfte, damit die dann wissen, in welche Röhre die rein müssen, falls mal irgendwas ist. Das heißt, wir haben auf der Seite einen gelben Strich dran, auf der anderen Gleisröhre haben wir einen roten Strich. So dass wir den Rettungskräften immer sagen können, in die gelbe Röhre oder in die rote Röhre. In den Tunneln haben wir sicherlich ganz viel Zeit verbracht. Also ich gehe mal davon aus, du als Rohbauer hast dort viel mehr Zeit im Tunnel verbracht. Also ich glaube gerade vom Rohbau her, wenn man das alles zusammenaddiert, da kommt schon Jahre zusammen. Also ein so ein Tunnelbauwerk streckt sich aber mehrere Jahre und dann, bis also dann das ganze System in Betrieb ist. Spannend ist es gewesen, wenn man dann tatsächlich auch während der Bauphase mit dem Auto mal durchfahren kann. Letztendlich muss man immer mit dem Auto in die langen Tunnel rein, weil man sonst zu Fuß schon den halben Tag unterwegs wäre. Aber ist schon eine kleine Lebenszeit, die man da verbringt. Ja, ich bin jetzt auch seit 19 auf der Strecke direkt mit Bautätigkeiten. Und bei uns ist der Nachteil in Anführungsstrichen, wir betonieren ja ein Gleis rein. Das heißt, mit dem Auto ist natürlich dann schwieriger reinzukommen. Wir haben dann umgestellt auf E-Bikes. Ja, das heißt, wir haben Elektrofahrräder genutzt, dass wir einfach in dem Tunnel so, uns bewegen können. So, jetzt sind wir aus dem Steinbild auch raus. So, jetzt haben wir den höchsten Punkt. Jetzt sind wir oben angekommen. Ah, wunderbar. Jetzt haben wir hier wieder eine große Weichenverbindung, über die wir jetzt gerade fahren. Und kommen jetzt in den längsten Tunnel, in den längsten zweigleisigen Tunnel, den Tunnel Witterstall. Ja. Der ist tatsächlich unter 1000 Meter, deswegen sind hier zwei Gleise drin. Aber ansonsten geht er auch einmal gerade durch. Und ja, direkt hinterm Tunnel Witterstall beginnt eigentlich schon der Bahnhof Märklingen. Ja, wollte ich gerade sagen. Jetzt sind wir gleich schon in Märklingen. Man merkt, er bremst ab. Der bremst, genau. Der will dort halten. Also
Ich glaube, das haben die Leute, die Bevölkerung sehr, sehr gut angenommen. Ist ja auch ein genialer Standort. Der Standort hier ist super. Ja. Die ganzen Gemeinden, die kriegen plötzlich einen komplett anderen Verkehr, einen ganz anderen Regionalverkehr rein. Mit Zug, mit Busverbindung. Ich finde es so interessant, wenn man sich überlegt, vorher sind wir halt, wenn man nach Märklingen musste, mit dem Auto nach Märklingen gefahren, da war es schon immer eine halbe Weltreise. Oh, jetzt muss ich wieder zur Baustelle raus. Ja. Jetzt setze ich dich im Zug und wir sind 20 Minuten da. Ne? Genau, richtig. Wahnsinn. Ah, siehst du, steigen genügend ein schon. Tatsächlich. Mal eben schnell nach Ulm pendeln. Mal schnell nach Ulm auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, schon eine Leistung gewesen, den Bahnhof Märklingen hier innerhalb von 5 Jahren mehr oder weniger aus dem Boden zu stampfen von der Planfeststellung her. Tatsächlich. Aber das konnte auch nur funktionieren. Da haben wirklich alle an einem Strang gezogen. Ob es die Bevölkerung war, ob es letztendlich auch der Rückhalt innerhalb der Bevölkerung war. Die Bahn, die Baufirmen. Genau, es haben wirklich alle mitgemacht. Gerade die Bevölkerung, die wollte es ja haben, die wollten diesen Halt haben. Man sieht sogar, jeder, der hier steht, findet es sehr beeindruckend und macht sogar noch Fotos von den ersten Zügen. Genau. Ne? 16:51, alle Türen zu. Danke dir. Über den Weichenbereich 200 sind vorgegeben. Jetzt können wir loslegen wieder. Fürs Anfahren benötigen wir auf jeden Fall auch Energie wie beim Autofahren. Ja, also man muss auch Gas geben, sonst geht nichts vorwärts. Und je nachdem, wie die Reibungsverhältnisse der Schiene ist, können wir auch sehr gut aufschalten und sehr gut vorwärts kommen. Ja, das war jetzt auf der Fahrt, die wir heute hatten, nicht ganz so optimal. Da hat man schon gemerkt, dass es ein bisschen kratzt, ne, wegen der Witterung. Aber es war okay. Und wenn man einmal die Höchstgeschwindigkeit erreicht hat, da kann man im Gegensatz zum Auto sehr viel Energie einsparen, weil man kann sehr lange und sehr gut rollen lassen. Ja. Man wird sogar bei geringer Neigung sogar schneller. Selbst noch bei 200. Ja. Dass man dann sogar noch einbremsen muss. Und hier ist dann der Vorteil noch, dass wenn ich die elektrische Bremse benutze, dass ich dann Strom erzeuge und ins Netz zurückspeise. Ja gut, hier oben auf der Hochfläche hast du nicht mehr die Steigung, da kannst du noch etwas besser beschleunigen. Der kann ordentlich beschleunigen, ja, das ist richtig. Wenn man auf der anderen Seite rausguckt, der schöne Abrollwall zwischen der Autobahn, man sieht dummerweise nicht, ob auf der Autobahn Stau ist. Gleich hatte ich mir auch vorhin schon mal gedacht. Als Bahnfahrer kann man jetzt ja eigentlich genießen, wenn man an den Autos schnell vorbeifahren kann, aber leider können wir so oft die Autos gar nicht sehen. Ne? Nein, leider nicht. Was man hier spüren kann, dass sich der Zug schön in die Gleise reinlegt, schön in die Überhöhung einarbeitet. Ja. Was haben wir hier für eine Überhöhung? Wir haben im Tunnel Imberg in dem Bereich 170 mm, also das Maximalste, was wir einbauen können. Genau, ist aber tatsächlich für die 250 km/h ausgelegt. Das bedeutet, dass die Züge, die langsamer fahren, gar nicht mehr so diesen Druck haben. Wenn man aber mit 250 durchfährt, spürt man immer noch einen gewissen Druck nach außen. Weil das, was wir eigentlich einbauen müssten, um gemütlich 250 drin zu sitzen und nicht zu spüren, die Überhöhung, die ist so groß, die kann man gar nicht einbauen. Und deswegen ist dann immer so ein Wechsel, dass ein gewisser Seitenruck nach außen auch möglich ist. Und ja, man kann schön spüren, er legt sich trotzdem leicht rein. Ist so, dass wenn man es sieht, dass man es, glaube ich, anders verarbeitet, als wenn man nur sitzt und es spüren muss. Ne? Was man merkt, ist, wenn es mal hoch geht und wenn es mal runter geht. Das spürt man auf jeden Fall. Aber so Neigung eher weniger. Ja. Dürft man ja eigentlich auch nicht merken, weil eigentlich ist ja die Überhöhung der Gleise dafür gedacht, dass man gerade die Kurve nicht merkt. Für DB Regio Württemberg ist das ETCS-System was ganz Neues. Das hatten wir vorher nicht. Da mussten wir alle frisch ausgebildet werden. Das sind meine einzigen Informationen, die ich hier bekomme. Auf der Strecke gibt es nichts mehr. Alle Informationen, die ich sonst über Signale bekommen hätte, bekomme ich hier über mein Display. Ja. Also ich fahre nur noch anzeigegeführt. Ich fahre nur nach dieser Anzeige. Ich könnte quasi das Rollo runter machen, wenn es keine Streckenbeobachtung geben würde, und könnte quasi blind fahren, nur nach Anzeigen, und würde trotzdem in Märklingen exakt am Bahnsteig zum Stehen kommen. Vorausgesetzt,
der hat einen Halt gesetzt, der Fahrdienstleiter in Märklingen, dass am Bahnsteigende da auch 0 km/h stehen. Sonst würde ich da auch durchfahren. Alle Lokführer, die diese Strecke befahren wollen, die müssen das machen. Es wurden aber nicht alle Ulmer Lokführer ausgebildet. Es wurde gefragt, wer hat Interesse, wer traut sich das zu? Ja? Und dann wurde eine Handvoll Lokführer genommen und die wurden dann ausgebildet. Für diese Strecke, für diese Lokomotive, für das neue Zugsicherungssystem. Bei den Ulmern fängt das jetzt erst an. Ja, das erstens ETCS, ne, neues Zugsicherungssystem, dann neue Lokomotive und neue Strecke. Das ist ein Haufen Zeug, was die Lokführer da lernen müssen und mit dem die dann umgehen müssen. Die Bauern haben auch ihre Flächen wieder, haben kräftig Solaranlagen aufgesetzt, teilweise neben unsere GSM-Maste. Also wir haben auch die Strecken komplett, auch die Tunnel, alles mit GSMP ausgerüstet. Ja, habe ich mitgekriegt. Ne? Aber da muss schon gut funktionieren, was Sie jetzt gesagt haben. Ja, also in der Presse stand es auch drin, dass also die Funkverbindung innerhalb der Tunnel richtig funktioniert haben. Jetzt kommen wir schon nach Darmstadt. Wir gehen schon von der Autobahn weg. Das heißt, wir sind gleich im Alb-Abstiegstunnel. Ja, wir hatten es ja, wir haben ja den Tunnel als erstes übernommen. Jetzt geht es rein in den Albabstieg. Und hier haben wir ja auch das Phänomen, hier müssen wir ja auch Richtung Bahnhof abbremsen. Genau. Das heißt, wir haben innerhalb des Tunnels haben wir ja verschiedene Querschnitte, die im Prinzip einmal von der Geschwindigkeit 250 über 160 auf 120 runtergehen. Genau. Das finde ich so toll. Das merkt man jetzt auch, wie schön der abbremst. Genau, also oben noch mit der hohen Geschwindigkeit reinfahren und dann unten im Tunnel sozusagen auskommen. Dann kommen wir ja unten in den Trog. Also von Märklingen bis Ulm geht es öfter bergab als bergauf und deswegen kann ich sehr viel Energie zurückspeisen. Ich hatte jetzt hier auf der Uhr 140 Kilowattstunden für die gesamte Strecke, die ich zurückgespeist habe. Und das war so spannend, wie der Trog gebaut wurde. Das musste ja dann auch mit den bestehenden Zügen koordiniert werden. Das heißt, wir hatten da ähnliche Bauphasen, wo im Prinzip die Strecke über die Geislinger Steige teilweise umverlegt werden musste, über den Trog, den wir noch bauen, umgesetzt werden musste und so weiter. Genau. Gleichzeitig den Bahnhofsbetrieb komplett unter Betrieb halten. Ne? Und dann sind wir ja noch mit aufgeschlagen. Und dann kam ihr noch mit der ganzen Technik, die dann noch umgeschraubt werden musste. Wir wollten ja dann unbedingt durch den noch im Bau befindlichen Trog ein paar Langschienen reinfahren. Vor allem auf einem LKW, auf einem Spezial-LKW. Ja, wir haben ja die Schienen oben im Bahnhof verladen, sind dann durch den engen Trog in der S-Kurve runter. Erstmal nach unten und dann den Albabstiegstunnel nach oben, hoch auf die Albhochfläche, haben das Ganze über 30 Mal gemacht und das hat immer funktioniert. Mhm. Aber das war letztendlich auch der Grundstein, dass wir hier auf den Flächen, auf der Albhochfläche ordentlich die Gleise bauen konnten. Ja. Weil wir haben die endgültige Schiene gehabt, wir konnten gleich von Anfang an Gas geben und wirklich hier Gleise bauen. Ja, ihr brauchtet bauen. Nicht mit so viel Bauschienen arbeiten. Richtig, ne? Genau. Da vorne ist das erste Signal. Halt erwarten. Schön im Tunnel anhalten, ja. Störung. Einfahrsignal steht auf Rot. Ach nee, hier hat er noch kein Einfahr. Hat er schon wieder Signaltechnik? Doch, hat hier Signaltechnik. Da ist tatsächlich ein Signal im Tunnel, weil das in den Bahnhof Ulm reingeht. Und das Einfahrsignal vom Bahnhof Ulm ist im Albabstiegstunnel. Auf beiden Gleisen, weil wir signalisierten Gleiswechselbetrieb möglich haben. Grüß dich, 16:51 Uhr. Was glaubst du, wie lange muss ich noch im Tunnel warten? Geht gleich los, ja. Alles recht, danke. Ciao. Aber wir haben leicht Verspätung. Aber ich glaube, für den Start des Betriebes ist das, glaube ich, noch im Rahmen. Zugbeeinflussung. Einfahrt Ulm ist gestellt, das heißt, wir müssten jetzt ziemlich schnell in den Trog Ulm reinkommen. Schau, gleich wird's hell. Jetzt ist gut, dann müssen wir eigentlich jetzt nach rechts in den Trog Friedrichshafen abbiegen. Wo dann jawohl, das funktioniert. Das ist ja die Regelfahrrichtung für die Regionalzüge, die schnellen ICEs fahren ja geradeaus weiter. Wir verabschieden uns von Ihnen und wünschen einen schönen Tag. Es gibt jetzt zwei Strecken, klar. Man kann auch noch über die sogenannte Altbaustrecke nach Stuttgart fahren, über Geislingen,
Göppingen, Plochingen, weil die Leute, die da wohnen, möchten ja trotzdem noch mit dem Zug fahren. Und deswegen wird es auch über diese Strecke weiterhin den RE5 geben, ja, von Friedrichshafen nach Stuttgart, die ganz normal mit diesem Zug dann fahren können. Es fahren jetzt tatsächlich mehr Züge. Also diese Züge hier von Ulm nach Wendlingen, der UVEX, der IRE 200, ist ein zusätzlicher Zug für die Leute. Ich denke mal, aus nostalgischen Gründen könnte man sicherlich noch mal die alte Geislinger Steige fahren. Dann würde man so richtig den Unterschied mal merken. Klar, landschaftlich schön. Wenn man mit dem ICE, wenn man schnell von A nach B kommen will, ist das natürlich nicht die Strecke. Deswegen haben wir die Neubaustrecke gebaut. Wenn wir Zeit haben, fahren wir mal gemütlich die Geislinger Steige. Genau, tatsächlich. Genau, richtig Landschaft genießen und wirklich eine schöne Fahrt haben. Die Geislinger Steige ist sicherlich auch ganz gut, aber gerade eben für die schnellen Verkehre. Dafür haben wir jetzt die Neubaustrecke gebaut. Jawohl.